Moin. Moin. Peter ist schon wieder so minimal aufgeregt, dass er natürlich seine Route schon in der Hand hat und den Köder im Wasser. Und was sollen wir sagen? Erster Wurf, erste Attacke. Ich muss mal kurz dazu sagen, ich werde mich heute ein bisschen zurückhalten, was das Sprechen angeht. Ihr merkt es wahrscheinlich. Heikos Stimme. Ich habe meine Stimme irgendwie zu Hause gelassen. Keine Ahnung, also die ist seit ein paar Tagen weg. Nichtsdestotrotz werden wir uns ein bisschen die Zeit vertreiben hier auf dem Wasser und mal gucken, was die Hechte so sagen, oder? Ja, genau. Wir wollen mal verschiedene Köder testen. Ich sag mal, gekaufte Köder und Handmade-Köder, also Massenware gegen Handmade. Auch mal ein Swimbait testen, also verschiedene Sachen, und darauf gehen wir mal ein bisschen ein. Welche Wassertiefen gut sind und so weiter und so weiter. Also alles, was dazu gehört. Genau, also in diesem Sinne, wir wollen erstmal gucken, Köder im Teich, ansonsten kann nichts beißen. Also richtig. Petri Heil. Ich habe vorhin, ja, gleich beim ersten Wurf, mal einen recht auffälligen Köder drauf gehabt, aber kein Jerkbait, sondern ein Swimbait, ein geteilter Köder hier, und den muss ich erst noch ein bisschen beschweren, der läuft an der Oberfläche, aber da hatten wir gleich eine Attacke drauf. Da habe ich mir gedacht, okay, auffällig, dann baust du ihn mal um und baust mal einen Jerk drauf, so, und zwar im Barsch-Design, aber sehr auffällig, sehr UV-Farben, mal gucken, ob die Hechte da drauf reagieren. Wenn Peter im Hintergrund schon die Rute schwingt, vielleicht noch mal eine kleine Anmerkung von mir, doch noch mal. Vielleicht wundern sich einige von euch, warum wir heute auf Hecht unterwegs sind. In der MV ist ja noch Schonzeit, aber wir sind zu Gast bei den Müritzfischern und dort läuft das ein bisschen anders. Da kann Peter vielleicht nachher noch mal eine Kleinigkeit zu sagen. Statt zu angeln muss ich jetzt was erzählen, so verdammt noch mal. Wir angeln ja mit Jerks und, warte mal, das muss ich jetzt mal anders machen, so, warte. Die sind ganz leise. Wir angeln erstmal immer so Naturfarben von Fischen, die im Gewässer auch vorkommen, das heißt Barsche, Weißfische und Co. Und wenn die Hechte mal nicht so wollen, dann angeln wir entweder ganz auffällige, sowas, sowas, oder aber sie sind richtig laut. Hier sollen die Fische nicht beißen, darauf beißen, dass sie die fressen wollen, sondern so nach dem Motto, lasst mich in Ruhe, und dann verbeißen sie diese vermeintlichen Störenfriede. Und da hat die Sache einen Haken, nämlich den Drilling hier oben. Ne? Und dann können sie trotzdem noch mal kleben bleiben. Man sieht das immer daran, dass sie oft übersät sind mit Parasiten. Dann wollen sie nicht fressen, dann stehen sie irgendwo im Kraut rum. Und dann braucht man eben mal Köder, die da eben die Fische trotzdem zum Biss verleiten, also zum Verbeißen. Und dann bleiben sie trotzdem mal kleben. Also immer darauf achten. Ein aktiver Fisch hat selten Parasiten drauf. Wir haben jetzt schon mal die Stelle gewechselt. Wir sind in eine andere Bucht gefahren, wo noch eine schöne kleine Kuhle drin ist. Wir haben ja zwischen 4 Meter und, na, ich sag mal, Meter 20 haben wir jetzt alles abgefischt. Und außer der eine Biss vorhin auf dem Swimbait ist noch nichts passiert. Wir werden jetzt noch mal die Köder wechseln. Wir werden noch mal in einen Flachbereich anfahren. Mal gucken, ob da noch was geht. Sagt er gerade noch so, ja, Fisch. Da ist er ja, der Hühnerschrecke. Ein schöner Isox. Also, vielen Dank für den Biss. Hast fein gemacht, mein Großer. Gefangen habe ich den Kollegen mit einem recht lauten Köder. Wir haben ja die ganze Zeit Naturfarben, Schockfarben, aber alles leise. Und da ist nicht viel passiert. Da habe ich hier schon ein Biss eben drauf gehabt und eben ist er kleben geblieben. Also, die wollen jetzt was Lautes haben. Und dann müssen wir mit dem weiter angeln.
Wie Heiko schon erwähnt hat, ab 1.3. ist in den meisten Gewässern hier in MV Hechtschonzeit. Müritzfischer sagen, nö, bei uns nicht. Wir haben hier andere Möglichkeiten. Es gibt keine gesetzliche Schonzeit für Hechte in Binnengewässern. Keine gesetzliche. Das heißt nicht, dass sie keine haben, doch, aber das regelt jeder Fischereiberechtigte. Die Müritzfischer sind natürlich schon ein bisschen weiter. Sie sagen, okay, wir setzen das Mindestmaß hoch auf 60 cm, machen Entnahmefenster. Das heißt, zwischen 60 cm und 90 cm darf man einen Hecht entnehmen, also in der Größe. Und alles, was kleiner ist, alles, was drüber ist, muss zurückgesetzt werden. Aber hier eben der Vorteil, mit 60 cm haben die Hechte auch schon geleicht. Damit ist sichergestellt, dass die Art sich auch reproduzieren kann. Also von daher kann man natürlich auf Hecht angeln das ganze Jahr. Aber Fische, die im Laichgeschäft sind, die beißen eh nicht. Und da die Fische noch nicht angefangen haben zu laichen, das heißt, sie sind auch noch nicht in den Flachgebieten, sie ziehen jetzt erst da langsam hoch. Deswegen können wir sie auch noch beangeln, weil nachher, ich denke mal eine Woche, in zwei Wochen, wenn es ein bisschen wärmer wird, dann werden die auch nicht fressen. Also von daher können wir immer noch mal auf dem Hecht probieren. Peter ist ja nur der faule Angler, ne? Der haut nicht in den Köder rein, sondern macht das eher alles mit der Rolle. Und wir fischen verschiedene Jerk-Routen. Ich selber fische die von MB Fishing, die Red Bass. Ist eine meiner absoluten Lieblingsrouten geworden. Dazu eine Baitcast-Rolle, in diesem Fall eine von Diver. Also ich habe immer verschiedene Anbieter, lege mich nicht auf eine fest. Aber mit der Rolle bin ich ganz zufrieden. Ich habe hier eine 27er geflochtene drauf, fische bei dieser mal ohne Fluorcarbon, sondern habe gleich Titan und gleich die geflochtene dran geknotet. Und ich will mal testen, ob das wirklich Unterschiede macht mit Fluorcarbon oder ohne. Peter, da hat dein Jerk aber voll zugeschlagen. Aber ja? Sowas von. Ich habe eben gedacht, yo! Das war locker über einen Meter. Der war schon ein bisschen mehr. Wie heißt so schön? Also, wer den Schaden hat? Ja, der hat das Nachsehen, ne? Mensch, Heiko sagt gerade, ich war heute Alleinunterhalter. Ja, ich habe vor der Kamera heute nichts verloren gehabt. Heiko mit seiner Stimme, Heiko, dem geht's nicht gut. Und dann suchen wir uns so ein Wetter aus. Also, ja. War schon ein bisschen anstrengend heute. War ein bisschen anstrengend, aber ja, wir haben 3-4 Attacken gehabt, das war's auch. Allerdings dann doch auf laute Köder, auf leisen ging gar nichts. Aber manchmal ist so, man soll immer verschiedene Sachen dabei haben. Wenn es euch trotzdem Spaß gemacht hat, dann wie immer, ne, ordentlich an der Glocke läuten, ordentlich Kommis reinhauen. Und wir wünschen euch auf alle Fälle Daumen hoch und, nein, ihr uns einen Daumen hoch. Und wir wünschen euch einen schönen Restsonntag. Also, bis zum nächsten Mal.